Komm, Karin, wir schauen Nachmittag noch mal raus. Ja. Komm zu mir, Ginge. So einer darf alle Tage sterben. Wenn das der Robert ist und wenn das der andere ist. Ist das da? Zieh ihn rein. Mach rein. Du hältst unten gescheit zu und fallen sie da raus. Kugeli, sag einmal, wie lange bist du jetzt schon gesehen? Warum wollen Sie das wissen? Jetzt halt schon. Ein halbes Jahr. Fickste. Jetzt setzen wir uns wieder hin. Das ist alles nicht so schwer, wie es am Anfang ausschaut. Du musst jetzt in erster Linie an dein Geschäft denken. Ja, wo ich das jetzt schon gesagt habe. Sonst war doch alles umsonst gewesen. Ja, gut, das wissen wir jetzt schon beim Schaffen. Der Robert hat doch Auftritt gehabt. Die kannst nicht wieder so einfach zurückgehen. Die Sache muss weiterlaufen, auch wenn es noch so schwer ist. Ich habe jetzt einmal fürs erste 2 Monate Urlaub genommen, unbezahlt natürlich. Das war gar nicht so einfach. Ab morgen fangen wir wieder richtig an mit der Arbeit. Oder Willi, was sagst du? Wird doch noch das schöner. Sagen Sie, sind Sie überhaupt der Drucker? Ja, schaut zu. Komm gleich wieder, gell? Wo ist denn Mann? Im Keller, komm gleich. Ha? Im Keller, sie kommt gleich.
Ja, mach auf. Machst du auch noch ein Stückchen, Willi? Na. Sag mal, Mom. Hast du den gesehen, der wo neben der Filigazoferin hockt? Wen? Ja, der wo neben der Chefin sitzt. Warum? Ja, ausschauen tut er wie ein Italiener. Sein Robert, sein Bruder sei. Ja, und? Was ist mit dem? Dann schaust du mal an. Dann schaust du mal genau an. Das mache ich jetzt ganz einfach. Jetzt warte wieder mal, ich möchte noch was sagen. Schau, Sie, ich hab doch keine Zeit. Jetzt warte ich schnell. Jetzt geht bitte schön auf Zeit, dann machen wir dir auf. Was hast du schon im Kaffee gehabt? Ich? Ja? Ja. Auf mal. Nein. Haben Sie jetzt schon eine Spur? Hast du was gehört, Willi? Ja, ich weiß nichts. Der ist auch wundervoll. Ja, ja. Kein Kratzer, nix. Da werden sie schwer haben. Kein Hinweis. Der ist über Grenz. Der war auch schön blöd, wenn er wieder rüberkommt. 4000 Kaffee, 3 Quarzwälder, 2 Nuss, eine Prinzregenten, 2 Paar Schweinswürstel, ein Wurstsalat und ein Presssack Schwarz. Jetzt sind die von der Montage auch noch dazugekommen. Die haben mir gerade noch gefällt. Der ist doch ganz nett. Was hast du denn gegen den? Nett? Du gefällst mir. Weißt du, was die machen? Was der macht mit dem Geschäft? Das weiß ich nicht. Ich bin sicher, du wirst mir's gleich sagen. Ja, soll mein neuer Chef werden? Will das Geschäft übernehmen jetzt dann? Ja, jetzt geh weiter, machen wir dir auf. Von wegen. In der Farbenfabrik arbeitet. Und da in der Verwaltung. Kannst du dir das vorstellen? Ist das so ein großer Unterschied? Unterschied. Das ist ein Unterschied wie 100 zu 1. Geh weiter, Willi. Komm, geh her, trink einen mit uns. Wir werden uns schon verstehen. Nein, ich mag nichts. Also, komm, trink mal. Gerade noch gut, Tommy. Also, gut. Das haben Sie sich sauber vorgestellt, gell? Der eine ist noch nicht zudeckt, hockt der andere schon da, gell? Zack, Ping aus. Einfach so. Was ist? Bruder da draußen. Ich will in das Geschäft. So ist schon geregelt, so ist geschlicht. Brauchst nicht mehr. Ja, das ist halt einmal so. Da kann man nichts machen. Muss ja irgendwie weitergehen. Irgendwie muss ja weitergehen. Die Frau steht ja völlig allein da. Sag ich gerade. Frau, ohne mich. Die können machen, was sie wollen. Für mich ist Schluss. Mit Schluss. Naja, der fängt sich schon wieder.
Für mich ist auf jeden Fall eins klar. Ich arbeite mit dem nicht zusammen. Ich kann ihn nicht rühren, den Affen. Die wird schon sehen, was sie kommt mit dem Depp. Hast du erwartet, dass es dir gibt? Mir hat ja keiner gefragt. Aber ich allein hätte den Laden besser geschmissen. Das glaubst. Aber vorbei ist vorbei. Zack, Peng aus. Und morgen nach Minga, weil da alles besser ist. Das habe ich nicht gesagt. Anders. Anders und mehrer. Was mehrer? Mehrer Möglichkeiten. Da gibt's 100 Druckereien. Nicht bloß 2. Die werden aber einen guten Drucker brauchen können. Logisch. Oder? Na und? Wo wohnst du? Beim Ignaz. Beim Onkel Ignaz. Wo denn sonst? Weißt du schon was von seinem Glück? Was heißt Glück? Ja. Hast du ihn schon angerufen? Weiß er, dass du kommst? Das sieht er dann schon, wenn ich da bin. Sind ja schließlich verwandt. Das war das erste Mal, dass der sich als Verwandter zeigen hat. Der war ja nicht einmal bei der Beerdigung vom Pap da. Dann wirst du ihn schon sehen, was das für einer ist. Da darfst du froh sein, wenn der überhaupt so einen Kaffee macht. Na, das hättest du schon besser überlegen sollen. Oder zumindest vorbereiten. Ein bisschen wenigstens. Aber einfach aufs Geratewohl. Naja, das wirst du noch schon sehen. Außerdem kennt ich der doch gar nicht mehr. Das ist ja schon über 10 Jahre her, dass wir den das letzte Mal gesehen haben. Wer weiß, vielleicht lebt er gar nicht mehr. Oder er ist im Altersheim. Das ist mir wurscht. Ich fahr morgen nach Minga. Zack, Peng. Aus. Gib mir mal bitte ins Handtuch, Willi. Was ich jetzt sag? Nein. Jetzt sag ich dir, warum ich auch noch nach Minga fahr. Unter anderem. Weil seit Vormittag nach der Beerdigung beinahe wieder ein paar Leute zusammengefahren hätten. Aha. Und deshalb fast nach Minga? Genau. Sag einmal, fällt dir denn da nichts auf? Was? Ja, siehst denn du das nicht? Zuerst haben sie einen Papa zusammengefahren. Vor 3 Tagen einen Meister. Und heute wieder ein paar. Fast. Ja, bei uns werden alle Männer tot gefahren. Aber mit mir nicht, gell? Und drum fahr ich mal nach Minga. Weil wir erwischen die nicht, gell? Hin und zurück? Ja, einfach. Einfach. 16,50 Mark. Liegt schon da. 16,50 Mark, genau. Servus, Mom! Vierte! Servus, Willi! Pass auf, gell? Ja, ja!
Kiste oder eine Kopie? Eine Küche. Wie viel Quadratmeter? 8 Quadratmeter. Sagen Sie einfach mal Hunde erlaubt? Nein, ist nicht erlaubt. Ja, das ist doch für eine Kiste, für mich brauche ich nicht mehr Hunde. Ja, okay, nein, meine Frau will das jetzt nicht. Gut, danke fürs Wiederschauen. Ja. Renate, wie war der Name gleich? Zenter oder Zentner? Zenter Frieda. Ja, ist ja was. Sauber. Ja, jetzt Moment, ich hab gleich rechts einen Namen, ne? Ah, haben wir es ja. Zenter, ja. Renate, wähl gleich einmal. 692. 692. 3 4 3 4 8 2 8 2 Da ist Grigolai bei Mühlbauer. Hallo? Was? Da ist Grigolai, ja, bei Mühlbauer. Wer ist denn überhaupt am Telefon? Hier ist der Willi Schweiger. Kann die bitte schon einen Onkel Ignaz sprechen? Meinen Sie der Herr Mühlbauer? Der Herr Mühlbauer ist verreist. Wer sind Sie denn überhaupt? Der Herr Mühlbauer, das ist nämlich mein Onkel. Besser gesagt, mein Großonkel. Ah, das glaube ich doch nicht. Ja, wieso? Das stimmt schon. Der Herr Mühlbauer ist überhaupt noch nicht so alt, dass er schon einen Großonkel sieht. Wie schaut er denn aus? Ja, wenn Sie mich vielleicht auf den Arm nehmen. Ach, so ein Rümpfig. Dann ist die zweite Nummer. Herzogstraße 89. Sie, entschuldigen Sie, ich hätte eine Frage. Hallo? Ich hätte eine Frage, Hedi. Geh weiter. Machst du vielleicht schon Kaffee? Schaut, dass ich eine halbe Stunde die nackerten Weiber habe. Ist ja schon kurz. Ich wollte es ja sowieso kaufen. Ja, das wäre ja auch noch das Schöne. Eine geschlagene halbe Stunde schaut sich der jetzt das Heft laden und dann das noch kaputt machen. Gibt's denn sowas? Sag einmal, 8,50 kriege ich. Sie, ja, was willst du denn? Die Herzogstraße, bitte schön. Hey, jetzt ist er ruhig. Okay, jetzt schleichst du nach, gell? Wissen Sie noch, wo die Herzogstraße ist? Ich weiß auch nicht, wo die Herzogstraße ist. Geh weiter. Kauft einen Stadtplan, den kannst du dabei brauchen. Siehst du mein Kollege? Und da steht das drin? Alle, da steht alles drin. 6 Mark. 6 Mark. Danke. Bis noch. Sehr gut. Ein Eis, ein kleines mit Sahne und nur Nuss, bitte. Bring mir einen Weitost, ja? Was hast du denn in den Koffer drin? Warum? Ja, sag halt, was hast du denn da drin? Darfst du es nicht sagen oder magst du es nicht sagen oder was? Sag halt, was ist da drin? Was geben die dir so? Was mir das so geht, der andere? Ja, ganze Menge geht mir das so. Was tust du denn da überhaupt? Was machst du denn da? Mein Gewand ist drin, was werden da sonst da drin sein? Dein Gewand? Kleidung? Ich werd wahnsinnig. Das ist ja pure Waren. Kleidung hast du da drin. Spiel mich da nicht so an. Sag mal lieber, weißt du, wo die Herzogstraße ist? Da musst du hin, gell? Oder? Ja, sag mal, gibst du halt zu, musst du hin. Ja, da muss ich hin. Weißt du, wo das ist? Ja, freilich weiß ich, wo das ist. Pass auf, du zahlst mir den Toast und dann sag ich's dir, okay? Was? Ja, wirklich nicht. Ich dein Toast zahlen? Ja, klar. Spiel mich da nicht an. Sag mal. Ich bestell den Toast wieder ab, gell? Meinst du, dass ich den bestell, oder was? Dann geh halt. Oder soll ich bleiben? Ich bin nicht
Ja, bitte? Grüß dich, Onkel Ignaz. Na, der Onkel Ignaz bin ich nicht, der ist da. Ignaz, ja. Für dich? Ja. Grüß dich, Onkel. Ihr kennt's mich nimmer. Ich bin der Willi, der Schweiger-Willi aus Simbach. Na, jetzt hätte ich dich tatsächlich nicht mehr kennt. Grüß dich. Grüß dich. Also, das ist jetzt eine Überraschung, mein Lieber. Ja, willst du dich da draußen stehen lassen? Na, geh rein, komm weiter. Ja, freilich will ich nur rein. Ich bin jetzt bloß ein bisschen überrascht gewesen. Also, jetzt sag mal, wie kommst denn du auf München rauf? Im Zug halt nachher. Das ist die einzige richtige Antwort. Ja, das können wir nachher noch gescheit bereden. Jetzt pass mal auf, jetzt stellst du die Koffer da hin. Ich mach noch fertig. Wir haben's gleich. Schau dich ruhig ein bisschen um da rein. Lass dich nur nicht stören. Ich hab Zeit. Schaut, das Ritzel an der oberen Lauffläche ist schon so abgenützt, abgeschliffen. Sonst hättest du es ja nicht so billig gekriegt. Verstehst? Nicht, wer es verstehen. Und wenn es dann auslauft, hältst du nicht mit einem kleinen Ruck an. Raffiniert. Was? Raffiniert, dass man da also durchlaufen kann. Sondern springt noch ein paar Mal drüber. So werde ich das Rumschauen auch nicht immer müssen. Ja, hast du Angst, dass da was gestohlen wird? Und deshalb springt er dann die Kugel auch noch ein paar Mal über. Ja, dann darf ich halt ein neues Ritzel einbauen, oder? Was bist denn so nervös? Nervös, bin doch nicht nervös. Ja, und ob du nervös bist. Echa! Grüß Gott! Was ist denn? Da ist ja eine Frau drin. Na ja, das ist Putzfrau. Ach so. Jetzt habe ich es aber ganz genau gehört. Eine Putzfrau bin ich, hä? Ja, stimmt's vielleicht nicht. Jetzt sage ich Ihnen einmal was. Alles, was ich mache, ist Ihre Wohnung säubern, gegen Bezahlung. Weil Sie selber dazu nicht in der Lage sind. Und weil Sie das Geld brauchen. Sie halten nicht mehr aus. Und wenn Sie einen Besuch haben, der sich die Zimmer anschaut, dann sagen Sie mir vorher Bescheid. Sonst kann es nämlich leicht sein, dass ich mal beim Fenster nass fall. Gell? Nehmen Sie viel raus in letzter Zeit. Ja. Was macht denn der? Ja, das weiß ich auch nicht. Jetzt ist er da drin. Ja, schaut sich halt die Zimmer an. Gut. Sehr schön. Das gefällt mir. Große Fenster, Südseiten. Was willst du denn mehr? Das nehme ich. Gut. Tja. Ein bisschen was verändern müssen wir da natürlich schon, gell? Umstellen meine ich nachher. Einen anderen Schrankreihe und so weiter. Und, ein gescheites Bett wollen wir natürlich auch lieber. Aber das tut sie dabei auch. Also, das war kein schlechter Witz fürs Erste. Aber langsam habe ich das Gefühl, du meinst das ernst. Was ernst? Ja, dass du in dem Zimmer da wohnen möchtest. Ja, so ja anders nicht mehr. Brauchst du bloß reden mit mir? Der gefällt mir. Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Ich nehme den Kessel mit, weil ich brauche eine Drehbank.
Also jetzt halt einmal, Willi. Alles auf Null. Du möchtest also da wohnen. Sieh ich das richtig? Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Also Willi, so geht das nicht. Du kannst doch nicht einfach kommen, grüß Gott sagen und einziehen. Na, na, na. Ja, du bist schon gut. Wo soll ich denn sonst wohnen? Ich kenne doch nicht jemand da herum. In Minger. Wir fangen in einer Stunde an mit dem Schachclub. Und viel Glück mit deinem Untermieter. Ja, also das ist doch noch lang kein Grund. Ja, wo wohnt man denn sonst? Im Hotel? Oder in der Pension? Da gleich um die Ecken, da ist eine. Ja, also sowas ist mir da noch nicht passiert. Hotel, sagst du? Aha. Ja, so kommst man nachher. Hat Mama doch recht gehabt. Ja, sowas lass ich mir nicht zweimal sagen. Vierte. Also sowas ist mir noch nicht passiert. Das sieht er gleich. Das ist doch so typisch für Sie. Ein Mensch wie Sie, der kann das natürlich nicht verstehen. Was meinst du? Ah, ein Mann, der noch nie eine eigene Familie gehabt hat. Der arme Bub, der kennt sich doch nicht aus, haben Sie das nicht gesehen? Na, was rede ich denn? Sie sind doch der geborene Egoist. Halten Sie doch Sie da raus, geht Ihnen doch gar nichts an. Familienangelegenheiten. Und wie lange gedenken Sie zu bleiben? Ha? Wie lange Sie bleiben wollen? Das weiß ich noch nicht. So steht. Land, Stadt. Was schreibe ich denn da rein? Bayern. Ja. Willi. Bitte. Jetzt hör mit dem Schreiben auf, warte. Jetzt Kim. Natürlich kannst du bei mir bleiben. Wenigstens für Übergangszeit. Ich bin ja schließlich der Onkel. Nein, nein. Gesagt ist gesagt. Du kommst jetzt mit mir und dann reden wir das aus, wenn wir das machen, nicht? Na, hören Sie mal, belästigen Sie doch nicht den jungen Herrn da. Der hat bei uns ein Zimmer bestellt, das ist sein gutes Recht. Ich rufe gleich die Polizei. Der Onkel. Aha. Onkel heißt das heute. Woher weiß denn der das? Ja, ja. Wenn Sie ein bisschen aufpassen, gell? Was da sagen, Herr Pförtner. Lass uns lieber auf einen Schlüssel auf, gell? Komm, Willi, geh mal. Du, woher weißt du jetzt, dass wir zwei verwandt sind? Die Koffer hätten wir aber jetzt auch noch auftragen können. Ja, das war dann spät geworden. Aber jetzt sind wir doch gerade noch vorbeigelaufen. Trotzdem. Da müssen wir rüber. Da müssen wir nicht. Grüß dich. Servus, Schriftenarzt. Die Tür wird schon ganz umgedreht. So. Ah, der Untermieter. Hat er schon wieder? Ja. Was? Erdnüsse. 3 Mark. Das war eine große Packung. Bis zum nächsten Mal. Fertig. Karl Gmeinwieser. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Stromberger, Fräulein besser gesagt, Tante. Grüß Gott. Willi, Schweiger. Stromberger, guten Tag. Ihr beide seid also verwandt? Ja, seine Mutter ist die Tochter von meinem Bruder. Genau. Also deine Nichte? Seine Mutter. Ja, wer denn sonst? So kommen wir also. Deiner Stelle würde ich mir nur Erdbeeren kaufen. Von dir kriege ich 3 Mark. Und wem? Von mir? Ja.
deine Erdnüsse. Er hat's wieder gemerkt. 3 Mark? Ja. Unmöglich, das war doch eine kleine Packung. Er sagt der große. Das ist nicht wahr. Wenn der Reis schmal aufmacht, dann lügt er. Ingerz, hast du mal wieder geklaut? So, was du für Ausdrücke hast. Geklaut? Das war jetzt schon das 3. Mal hintereinander, dass er dich erwischt hat. Du lässt voll ganz schön nach, muss ich dir sagen. Ernsthaft? Wenn du nicht bald mal mit deinem Blödsinn aufhörst, kriegen wir ernsthaft Schwierigkeiten miteinander. Karl, spiel mal. Ja. Sag mal, Käthe, hast du auch schon was gemerkt, dass er so nachlässt, der Naz? Mit dir rede ich über sowas nicht. Sie, sagen Sie. Kannst ruhig du zu mir sagen. Danke. Wie lange dauert nicht so eine Spur? Ja, es kommt drauf an. 2-3 Stunden schon. Warum? Na ja, das heißt ja, dann müsst ihr jetzt so lange da bleiben. Ja, warte mal. Das haben wir gleich. Du, gib mal den Schlüssel her. Wieso? Dass der Willi heimgehen kann. Meinst du, dass der recht viel Interesse hat, dass er da stundenlang umeinander hockt? Da, der Schlüssel. Danke. Also, dann geh ich jetzt heim. Vier Gute nachher, gell? Vierte. Gar nicht gut aus für dich, Ignaz, ne? Gar nicht gut. Ja, jetzt zieht noch endlich, das sehe ich doch selber auch. Nein, nein, Ignaz. Du bist halt ein bisschen nervös. Dauert gar nicht mehr lang, Ignaz. Es ist nur noch eine Frage einiger Züge. Ein überheblicher Mensch, der Herr Ministrant. Darf ich noch mit zurücknehmen? Berührt ist gezogen, mein Lieber. Das ist doch ein Anfängerlatein, aber wirklich. Mein bisschen eine Wiener? Geh, okay, stell's mir's darüber, bitte schön. Jetzt fang du schon wieder mit seinen Wiener an. Doch jedes Mal dasselbe. Die ganzen Figuren sind immer so poppert. Naja, du wirst dich beschweren können über meine Wiener. Seit 2 Stunden hast du ein Erdnuss noch der Runde Novi. Du, Karl. Bitte? Ein Vorschlag in Güte. Mhm. Wir lassen's jetzt stehen und spielen anders mal weiter. Was bist denn so nervös? Ich bin doch nicht nervös. Aber wer weiß, ob er sich überhaupt zurechtfindet in der Wohnung. Ja. Der Willi, der vorhin da war. Ob heute oder morgen, das Spiel hast du verloren. Das sehen wir dann schon, gell? Also, bitte. Ja. Was ist denn das? Das? Das sind alles Schütteln. Schütteln von Lokomotiven. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, bist denn du übergeschnappt? Ja, spinnst denn du? Das kommt alles wieder weg. Morgen in der Früh ist das alles wieder weg. Ja. Das kann ich schon machen, aber dann hast du die Leger in der Wand. Also, ich weiß gar nicht, was du da so aufregst. Also, mir gefällt das. Das ist doch schön. Schön! Morgen ist das alles wieder weg. Thank you.
Willi? Ja? Hast du denn überhaupt schon was gegessen? Nein. Ja, dann geh weiter, dann machen wir uns was. Komm. Ja, komm gleich. Die Auswahl habe ich da jetzt natürlich nicht. War ich nicht eingerichtet auf deinem Besuch. Was meinst du denn zu Spiegeleier? Oh ja, gut, die mache aber ich. Spiegeleier beidseitig braten, das ist eine Spezialität von mir. Das schmeckt unheimlich gut. Ah, nein, die braten wir schon einseitig, schmeckt ja doch viel besser. Nein, beidseitig. So wie es alle gemacht, wirst du sehen, das schmeckt auch. Was ist denn Bratpfanne? Da drin. Dann braten wir es halt beidseitig, wenn du unbedingt meinst. Nicht da vorne. Komm, du musst noch viel lernen. Das sehe ich schon. Was sagst du?